Wie alt warst du, als du ins Kinderheim dann Kreiskinderheim? Das war August 76. Da war ich also 6 Jahre alt. Das war wegen der Einschulung auch. Ich bin in den Sommerferien dorthin gekommen. Damals waren wir ca. 50 Kinder. Es ist so ein alter Gutshof gewesen. Mit einem riesengroßen Park vorne, wo Pool, Handball, Volleyballfeld, Basketballfeld, für Schweine, Tiere, also so was. Ein Teich war da und so was. Mhm. Ein Fahnenappell und großer Parkplatz. Dann gab es noch einen Park. Die haben mal gesagt, den zweiten Park. Da war dann eben der Tabak, den wir dann anbauen mussten, und Obst, Gemüse. Und dann da war noch so eine alte Mauer. Da war dann so eher so diese Ameisen und so weiter. Mhm. Mit 6 bin ich da hingekommen. Und ich hatte Glück, ich bin mit Marcel hingekommen. Mhm. Das war so der einzige, wo ich da auch. Weil ich ja immer irgendwo hingekommen bin, ohne immer wieder von vorne anzufangen. Man hatte ja Kind. Die Erzieher waren ja anders, die Kinder waren anders. Man hatte eigentlich nirgendwo richtig einen Bezug. Die ältere Dame kam dann ja nicht, weil der meine Oma war, was sich ja später rausstellte. Dadurch war Marcel eigentlich. Und dann hatte ich Glück, dass ich wohl als Mädchen so niedlich war. Ich hatte so lange Zöpfe und blondes Haar. Und die haben immer gesagt, hellblondes Haar und stahlblaue Augen. Und dadurch haben die Großen immer, ebenfalls Helga, zu der habe ich heute noch Kontakt. Eine Ältere, die hat sich dann immer um mich gekümmert. Die hat dann auch viel auf sich genommen. Mich abgelenkt, wenn andere Kinder verdroschen wurden, vergewaltigt wurden. Und die Erzieher, wenn die das mitbekommen haben, dass sich andere Kinder oder dieses Mädchen um dich gekümmert hat, wurde das versucht zu unterbinden oder war das denen egal? Also wir hatten bis 82 hatten wir einen in der Führung von diesem Helmut Bode, den Heimleiter, das war wie ein Werkhof. Wenn wir nicht so funktionierten und die Sachen nicht in Zeit hatten, nach Plan, weil wir mussten ja aufstehen, wir hatten ja dann schon unsere Zimmer zu machen, also waschen, anziehen, Zähne putzen, Bett machen, alles linear. Das Laken musste akkurat sein und ich war 6, ich hatte keine Ahnung davon. Ja, und Helga hatte mir ja da geholfen. Und da gab es ja schon Punkte. Wir hatten ja den Schüler von Dienst, der da mit durchgegangen war, den Erzieher von Dienst. Und wenn man einen Punkt abzurückkriegt hat, dann gab es schon mal Gruppenkloppe, ja. Und das also war dann durch die Kinder, also wenn, ja. Und dann gab es ja Essen, wobei wir ja auch die Tische bedecken, abdecken und das Geschirr meistens noch machen mussten. Schulbrote wurden schon vorgeschmiert von der Küche. Nach dem Essen dann eben halt, hatten wir ja auch nicht allzu viel Zeit. Die Küchendienst hatten, mussten sich extrem beeilen. Die anderen hatten meistens dann noch Zeit, die Taschen zu machen und so. Und dann mussten wir uns ja schon anstellen und dann sind wir mit dem Bus zur Schule gefahren. Schule war gut. Ohne die Lehrer waren richtig geil. Die hatten
teilweise Verständnis. Die haben mich auch schlafen lassen, weil wir mussten ja auch teilweise ganze Nächte lang durchstehen zur Strafe, wenn wir mal gelacht hatten zu laut oder eine Kissenschlacht gemacht hatten. Und dann anschließend zur Schule. Und dann konnte man eben halt nicht immer durchhalten in der Schule. Da hat man da auch geschlafen, ja. Aber ich hatte Glück, meine Lehrer waren echt nett, die hatten Verständnis, die haben mich auch nie zusammengebrüllt oder irgendwas. Ja, und Marcel war dann derjenige, der in der Schule dann ab und zu eben halt die Spannung durch das Heim, was er dort mitgekriegt hat, erlebt hat. Der dann auch mal eben einen Tisch durch die Gegend geschubst hat und